Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play bei mir auf dem Kanal. Ich bin euer Basti, schön, dass du da draußen eingeschaltet hast. Ich möchte mit euch die Rambo-Trilogie spielen in Rambo The Video Game. Das Spiel hat leider nicht so gute Kritik bekommen und ja, die Grafik ist auch nicht so besonders. Aber ich mag die Rambo-Filme eigentlich und ich mag auch Sylvester Stallone und da dachte ich mir, wir schauen uns das zusammen an. Es soll, wie gesagt, eine schwammige Steuerung haben. Es soll nicht so berauschend sein und ich weiß nicht, wir lassen uns überraschen, ob es den Charme der Filme einfängt. Ich weiß auch noch nicht, wie ich die Kapitel aufteile, ob ich pro Kapitel ein Part mache. Mal sehen, ich würde sagen, wir starten einfach die Filmtrilogie, starten eine neue Story. Ich spiele auf den leichtesten Schwierigkeitsgrad, weil ja, ist halt nicht so meins. Das ist so ein Rail-Shooter, wie zum Beispiel The House of the Dead. Wir schießen nur, müssen uns ducken und ja, da geht's los. Okay, wir haben verschiedene Waffen. Nachladegeschwindigkeit, okay, die sind noch nicht verfügbar. Ich würde sagen, komm, bleib mal bei der Pistole. Die hat eine gute Genauigkeit. Ja, mach mal, komm. Es geht los, Maustastatur und wir starten. I'm here today to talk to you about a man who killed dozens. John Rambo. And it's good that he's dead. This man enlisted in the army when he was 17. He was in Vietnam by his 19th birthday. We taught him to kill. We taught him to survive. In 71, that was put to the test. He was captured by the North Vietnamese. And one by one, over 7 months, they tortured Rambo's unit to death. You think I am stupid? You think we don't know about the rescue mission? I know! So, what will you tell me to keep this man alive? Huh? He and Staff Sergeant Delmore Barry remain. John, listen, man. The chopper's coming. We just need to stay alive. Good shooting. Okay, los geht's. Schnelles Nachladen. Benutze die rechte Maustaste R, um nachzuladen. Ja, das sollten wir, denke ich, mal hinkriegen. Oh mein Gott, ich schieße ja erstmal schon total daneben. Das ist, glaube ich, nicht so gut. Deckungssystem. Benutze A, S, D, um in Deckung zu gehen. Okay. Achso, okay. Ich kann mich ja hier. Kann mich ja hier verstecken. Okay, alles klar. Dann wollen wir mal die Geschichte nachspielen. So, normales Nachladen. Oh mein Gott, ich muss erstmal echt mit der Steuerung zurechtkommen. Warum kriege ich den nicht platt? Okay, weiter geht's. Wir müssen irgendwie rauskommen. Sehr gut. Zum Heilen töten. Benutze E, um einen Wutmodus, um den Wutmodus zu aktivieren. Okay, der Balken muss natürlich erst voll sein, ja. Okay, alles klar.
Sehr gut. Sehr gut nachgeladen. Hier unten ist noch einer. Den müssen wir auf jeden Fall noch wegballern. Okay, wir müssen auf jeden Fall erstmal aus dem Lager hier entkommen. Perfektes Nachladen. Ich muss immer daran denken, dass ich mit der Maus ziele hier. Sehr schön. Nochmal perfektes Nachladen. Okay, die kriegt man. Ihr seht schon, die Grafik ist jetzt wirklich nicht so besonders. Aber wir wollen uns hier auf jeden Fall mal durch die Geschichte spielen. Wie gesagt, die ersten drei Filme. Okay, wie schmeiße ich Granaten? Mit der mittleren Maustaste mit G, alles klar. Ach Mist. Jetzt hakt er noch die Munition hier, ne? Komm, verschwinde mal hier. Ach man, ich muss auf das Fass treffen, das gibt's doch gar nicht. Okay, kommt schon einmal da aufs Fass. Oder doch nicht? So, hier war da noch irgendwo einer. Sehr gut. Perfektes Nachladen. Wir killen ja Chinesen. Ich muss halt schauen, dass ich hier... dass ich mein Slow Motion bis zum Schluss aufhebe, beziehungsweise dass er voll aufgeladen ist. Okay, ducken, nachladen. Abknallen. Okay, wir müssen auf jeden Fall hier raus. Komm schon. Das Ding kann weg. Perfektes Nachladen haben wir ja nochmal. Sehr schön. Müssen wir halt nur aus dem Dschungel raus. Oh mein Gott. Okay, Kontrollpunkt haben wir erreicht. Na, großartig. Okay, Geschütztürme. Geschütztürme sind tödlich. Geh in Deckung und warte auf den richtigen Moment. Okay, kurz nachladen. Ach du Scheiße. Okay. Jetzt schießt er wieder. Okay, das kriegt man hin. Komm. Jawohl, der ist weg. Einmal komplett nochmal nachladen. Oh Gott, das sind unsere Freunde. Okay. Das hätte ich fast die Verkehrten abgeknallt hier. Okay, ducken. Nachladen und Blatt schießen. Die sind auch weg. Sehr gut. Nochmal perfektes Nachladen, wunderbar. Jetzt kann ich ja eigentlich meinen guten Modus aktivieren. So, nochmal perfektes Nachladen.
mal, den knallen wir ab. Oh mein Gott. Ich muss aufpassen, dass ich nicht so oft getroffen werde. Okay, nochmal nachladen. Wo stehen sie alle? Da hinten haben wir noch einen. Und jetzt kommt da noch ein Helikopter. Jetzt muss ich weg hier, oder? Okay. No question. That experience broke something inside. But it was so far below the surface, no one saw. Like tiny pieces of shrapnel floating around in its blood, cutting him up inside. You don't come back from that. Mission accomplished. Spiel wurde gespeichert. Okay, was haben wir denn? Getötete Feinde, Kopftreffer, Genauigkeit. Kills pro Minute, längste Kill-Serie 10. Naja, wie sind wir denn? 2 Sterne vielleicht? Ne, nicht mal. Okay, wir können weiterspielen. Wir können noch eine Info bekommen. Sammeln 150.000 Punkte. Wir haben Fertigkeiten sogar. Okay, die habe ich schon verbessert. Das hat es irgendwie gespeichert. Ich hatte das nämlich privat schon mal gespielt. Ich könnte die zurücksetzen, aber will ich eigentlich nicht. Ich würde sagen, das war der Prolog und wir machen dann im nächsten Part weiter. Wenn es euch ein bisschen gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Ich würde mich freuen und sage bis zum nächsten Mal. Macht's gut, euer Basti. Tschüssi.